schon. Mayo vert, Mayo blanc, Mayo à pois. Herzlich willkommen bei Sleven Streamt Sport. Die Tour de France ist voll im Gange. Wir fiebern alle natürlich mit dem Rennen in der Realität. Aber wir zocken parallel auch den PCM 24 und spielen dort auch die Tour de France mit dem Team Israel Premier Tech. Und ich würde sagen, das war bis jetzt eine sehr, sehr erfolgreiche Tour für uns. Wir haben zu Beginn mit Steven Williams direkt die erste Etappe gewonnen und das gelbe Trikot übernommen. Danach haben wir einige Tage das gelbe Trikot mit Derek Gee getragen, eigentlich unser Kapitän. Mittlerweile ist er im GC zurückgefallen auf Platz 5. Aber trotzdem würde ich mal sagen, können wir damit wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Heute sind aber nicht die GC-Fahrer diejenigen, auf die es ankommt, sondern die Sprinter. Dementsprechend ruht unsere Hoffnung auf Pascal Ackermann. Ob wir endlich eine Chance haben, im Massensprint mal unter die Top 3 zu fahren, das werden wir gleich sehen, denn es wird hier nicht viel passieren. Wir werden auch keinen in die Gruppe schicken. Das ist eine ganz klare Angelegenheit für die Sprinter am Ende. Da werden die Sprinterteams nichts anbrennen lassen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder hier in der entscheidenden Phase. Nach der Sprintwertung auch erst. Denn ich habe ja schon gesagt, ich werde nicht mehr mitmachen im Kampf um das grüne Trikot. Da haben wir keine Chance mit Ackermann. Deswegen sehen wir uns gleich wieder im Zielsprint und drücken Ackermann die Daumen. Tour de France. Wie erwartet wird das Ganze hier eine Angelegenheit für die Sprinter. Nur 4 Ausreißer haben sich hier in die Offensive gewagt. Ja, und es ist vielleicht jetzt mal Zeit, ein bisschen über die aktuelle Tour de France in der Realität zu sprechen oder allgemein über den Parcours, sagen wir es mal lieber so. Ich finde persönlich, der Anfang der Tour de France 2024 und das Ende, also die letzte Woche von der Tour de France 24, finde ich ganz hervorragend. Das, was dazwischen ist, also die zweite Woche vor allen Dingen, finde ich persönlich ein bisschen lame. Das sind solche Etappen wie die hier eben auch sehr, sehr häufig mit dabei. Und da weiß man einfach, dass nicht viel passiert. Es gibt eine Bergwertung der vierten Kategorie, die wird zu dem Zeitpunkt der Tour de France niemanden mehr interessieren, weil es halt eben nur einen einzigen Punkt dafür gibt. Die Sprintwertung, klar, die kann entscheidend sein. Aber es werden nicht viele Ausreißer hier in die Gruppe gehen, weil die Chance einfach gleich null ist, dass die Gruppe durchkommt. Es ist viel zu lange flach. Es ist keine Schwierigkeit, wenn es keine Windkante gibt, wovon hier eigentlich nicht unbedingt auszugehen ist, dann wird hier nichts passieren. Und genauso ist es auch hier im PCM. So wird es auch in der Realität heute wahrscheinlich sein. Und dementsprechend, ja, dafür sind die Etappen zu lang, muss man ehrlich sagen, um sowas hier einzubauen, weil einfach zu wenig passiert. Bin ich kein großer Fan von. Aber da müssen wir durch und wir müssen jetzt hier auch durch mit unserer Mannschaft. Wie wollen wir es heute machen? Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal wieder einen Zug für Ackermann und dann werden wir das Ganze so machen, dass wir eventuell uns das Hinterrad von Philipsen oder einem anderen Topsprinter holen, weil wir natürlich klar festgestellt haben, dass es nicht unbedingt funktioniert mit unserem Anfahrer Stewart. Der ist da einfach ein bisschen zu schwach. So, jetzt hängen wir uns mal hier noch dran an Neylands, würde ich sagen. Dann noch an Hugo Ull. Der fährt jetzt nach vorne. Den Rest hängen wir einfach mal hinten dran. Falls wir ihn noch brauchen, können wir ja den Rest dann auch noch nach vorne holen. Aber ich glaube, dass das ehrlich gesagt reicht, um jetzt hier nach vorne zu kommen. Hier haben wir Pedersen und seinen Zug. Da vorne ist Philipsen mit seinem Zug. Da müssen wir einfach hinkommen. Und das ist überhaupt kein Problem für uns. Ja, Top 3 mit Ackermann, glaube ich, haben wir noch nicht geschafft, ne? Das wäre also schon so ein Ziel, das ich gerne noch erreichen würde, wenigstens mal aufs Podium zu sprinten. Bevor es weitergeht mit dieser heute doch eher langweiligen Tour-Etappe, möchte ich euch etwas durchaus Interessantes vorstellen. Ich habe euch ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal alternative Radsportspiele gezeigt. Heute präsentiere ich euch www.cyclingforfreaks.com. Dabei handelt es sich um ein Radsport-Manager-Spiel und wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich ein großer Fan von Managerspielen, vor allem natürlich von Radsport-Managerspielen bin. Und das existiert schon ganz schön lange, nämlich seit 2006 und es ist völlig kostenlos. Ursprünglich wurde es in Deutschland gegründet, hat mittlerweile aber auch die internationalen Radsport-Fans begeistert,
sodass es jetzt gleich in mehreren Sprachen verfügbar ist. Über 2000 Spieler haben hier schon ihr Können unter Beweis gestellt und das Können ist vor allem auf taktische Belange bezogen. Denn als Manager stellst du hier dein eigenes Team auf, du bestreitest die Rennen und führst auch natürlich Transfers durch, also alles, was man sich von einem Managerspiel erhofft. Besonders cool ist, dass die Rennen parallel zur Realität gefahren werden und dass sie den echten Strecken nachempfunden worden sind. Also mit echter Kilometerzahl, mit echten Steigungsprozenten und so weiter. Du als Manager kannst Kilometer für Kilometer deinen Fahrern Anweisungen geben, um das Rennen am Ende für dich zu entscheiden. Du spielst dabei nicht gegen eine KI, also nicht wie hier im Cycling Manager, sondern du spielst, wie der Name der Website schon verrät, gegen echte Radsport-Freaks. Und ich gehe mal davon aus, wenn du meine Videos hier guckst, dann bist du wahrscheinlich genau wie ich ein echter Radsport-Freak. Und dementsprechend glaube ich, wäre das durchaus etwas für dich. www.cyclingforfreaks.com. Ich blende unten in der Videobeschreibung natürlich nochmal den Link ein. Also da kannst du dir mal anschauen, ob das auch was für dich ist. Sollte eigentlich mit Ackermann möglich sein, wenn wir mal einen perfekten Sprint hinlegen. Und wie gesagt, die Vorbereitung, guckt euch das mal an. Die läuft bei uns echt immer sehr, sehr gut. Aber wenn es dann wirklich zum Sprint kommt, dann sind wir einfach unterlegen. Wir haben keinen Top-Anfahrer und wir haben halt auch keinen absoluten Weltklasse-Sprinter mit Ackermann. Mein Stewart als Anfahrer, der hat 73 im Sprint. Das ist natürlich jetzt nicht optimal. So, drücken wir mal Pause. 5 Kilometer noch. Boivin, Stewart, Ackermann, da reicht uns die Manpower ehrlich gesagt nicht. Ich würde fast sagen, Williams kommt mal nach vorne. Mit Vogelsang im Schlepptau. Die Frage ist jetzt, kommt er da schnell vorbei? So, dann können wir nämlich Boivin hier hinten dranhängen. Neylands ist fertig. Jetzt müssten wir hier auf der linken Seite eigentlich unseren neuen Zug bilden. Klappt das oder haben wir da jetzt alles durcheinander gebracht? Na, klappt eigentlich ganz gut. Klappt eigentlich ganz gut soweit. 3 Kilometer noch. Ja, jetzt fahren wir mit Boivin nach vorne. Das hat schon was gebracht. Wir haben natürlich ein paar Positionen verloren. So, Boivin muss jetzt hier problemlos vorbeikommen. Ja, oh nein, was macht Stewart? Stewart wurde gerade weggeblockt. Das ist natürlich bitter. Ich fange jetzt mal an zu sprinten. Sorry fürs Pause drücken, aber ich muss hier mir einen Überblick verschaffen. Ackermann am Hinterrad von Stewart, das müsste doch jetzt klappen. Guck dir mal an, wo Boivin ist. Eigentlich müsste Stewart hier hinten dran sein und Ackermann dementsprechend hier hinten dran. Guckt euch das mal an, das regt mich vielleicht auf. Dann wären wir jetzt an der Stelle und hätten beste Karten hier dieses Rennen zu gewinnen. Aber so wird es jetzt schwierig. Trotz einer Plus 3 für Ackermann wird es jetzt schwierig natürlich. Wir versuchen es trotzdem mit Ackermann jetzt aus dem Windschatten vorbeizuziehen. Ja, das ist vielleicht sogar einer unserer besten Sprints. Aber wir sind am Ende chancenlos. Jakobsen gewinnt das Ding und Ackermann wird Neunter. Trotz dieses guten Zuges. Aber wie gesagt, wären wir hinten dran geblieben am Hinterrad von Boivin, glaube ich, hätten wir auch das Rennen sogar gewinnen können. Schade. Schade, schade. Wir werden hier mit Ackermann wahrscheinlich am Ende wirklich leer ausgehen. Denn viele Chancen wird es für ihn jetzt nicht mehr geben. In der Gesamtwertung hat sich nichts geändert ganz vorne. Da ist natürlich jeder mit dem Hauptfeld ins Ziel gekommen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt und können uns mal die ganzen Wertungen jetzt anschauen. Philipsen führt in der Punktewertung, aber da ist es ganz, ganz knapp. Belgisches Duell zwischen Philipsen und Arnaud Delis. Das sind nur 30 Punkte Unterschied. Also da ist es wirklich super eng. Der Rest wird da vorne nicht mehr rankommen. Und ihr seht schon, Ackermann 101 Punkte. Wir sprinten ja auch beim Zwischensprint gar nicht mehr mit. Das macht keinen Sinn mehr. Bergwertung führt Jay Hindley an, da contesten wir ja gar nicht. Da haben wir einfach niemanden. Die guten Bergfahrer, die wir haben, die wenigen, die brauchen wir natürlich fürs GC, für Derek Gee als Helfer. Bei den Jungtalenten führt Evenepoel vor dem Ineos-Duo Rodriguez und Pidcock. Ja, das könnte auch nochmal eng werden zwischen Evenepoel und Rodriguez. Und in der Teamwertung führt Bora Hansgrohe relativ souverän vor Ineos. Das finde ich durchaus überraschend. Aber UAE hat so viel gearbeitet, dass die mit ihrer ganzen starken Manpower von Ayuso, Almeida und Adam Yates am Ende halt eben nicht mehr so viele übrig haben. Aber für sie zählt ja nur eines, nämlich der Toursieg von Pogacar. Und da sieht es ganz gut aus. Wir sind Fünfter, wie gesagt, kämpfen eigentlich um Platz 6 gegen Carapaz. Das ist meine Vermutung. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja,
Es geht weiter in den Bergen und die Etappe, glaube ich, könnte relativ schwierig werden, weil es eigentlich die ganze Zeit bergauf geht und am Ende eben nochmal hoch dieses Stück. Da kann man sich hier vielleicht ein bisschen erholen, aber wenn man hier den Anschluss verliert, dann wird es, glaube ich, schon schwierig. Also morgen auf jeden Fall wieder einschalten, da geht es weiter im Kampf um die Top 10 oder für uns die Top 6 der Gesamtwertung. Schalte wieder ein, wenn es heißt Slevin Stream Sport. Tour de France, allez, 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 c'est le tour. Tour de France, allez, allez, c'est le tour. Allez, 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 c'est le tour. Maillot jaune, maillot vert, maillot blanc, maillot.